Let's Dance 2023. Ali Güngör Müs gehört zu den Teilnehmern. Wir stellen Ihnen den deutschen Starkoch mit türkischen Wurzeln hier vor. Let's Dance 2023 scharrt schon mit den Hufen. Und die hoffnungsvollen Kandidaten jedweden Geschlechts dürften sich so langsam über ihre Ernährung und ihre Fitness Gedanken machen. Wie läuft das beim Bewerber Ali Güngör Müs? Hat ein Koch der Spitzenklasse da vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp? Von ihm ist bekannt, dass er außer der Musik und dem Tanz natürlich auch gutes Essen liebt. Bei Instagram hat er verraten, wie er an Let's Dance herangeht. Die Übertragung der 16. Staffel von Let's Dance 2023 beginnt am 17. Februar 2023. Die Sendetermine und die Sendezeit hat RTL auch schon festgeklopft. Welcher der diesjährigen Profi-Tänzerinnen Coach, Quälgeist und Ausweinschulter für Ali Güngör Müs sein wird, wird erst zum Beginn der neuen Staffel offenbart. Der deutsch-türkische Koch Ali Haydar Güngör Müs wuchs mit 6 Geschwistern auf einem Bauernhof in Ostanatolien auf. 1964 ging sein Vater als Schweißer nach München, die Mutter kam mit den Kindern 1986 nach. Nach seinem Hauptschulabschluss machte er in der bayerischen Hauptstadt eine Kochlehre. Seinen Start auf den Weg zu den Sternen begann er 1995 als Chef de Soucier im Münchner Restaurant Glockenbach unter den Fittichen von Karl Ederer. Der schnell zu seinem Förderer wurde. Ederer vermittelte dem jungen Koch auch Stellen als Chef de Partie im Tantris und den Schweizer Stuben in Wertheim-Bettingen. Die weiteren Stationen waren Junior-Sous-Chef der Käfer Schenke. Positionen als Küchenchef in mehreren Sterne-Restaurants in ganz Deutschland und schließlich die Eröffnung seines ersten eigenen Restaurants, Le Canard Novo. Ein Jahr später wurde er hier als erster und bisher einziger türkischer Koch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Seit 2014 betreibt er in München das Restaurant Pago, das nach seinem Heimatdorf benannt ist, sowie die Peramezebar.